Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Cyberia Teil 2. Ich bin jetzt hier wieder in der Hütte der Schamanin. Ich habe hier diese kleine Nische hier, die jetzt hier in ihrer Hütte ist. Wenn man hier ist, habe ich übersehen. Hier kann man nämlich auch nochmal was mitnehmen. Und zwar genau... Nehmen Sie Kate Walker! Der Geist der Nacht ist dir wohlgesonnen. Okay, da haben wir jetzt die Gebetsmühle. Okay. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was ich damit anfangen kann. Kann man hier noch irgendetwas mitnehmen? Nee. Gut, warte mal, die Feldflasche ist noch voll. Korken habe ich auch, Gebietsmühle habe ich, wofür auch immer, aber egal. Jetzt gehe ich mal wieder zurück. Ja, zu dem Baum dahin und dann ich melde mich wieder. Da bin ich wieder. So, also. Ich habe jetzt zwar hier eine Gebetsmühle, aber mit der kann ich hier bestimmt auch nichts anfangen. Also ich bin immer noch der Überzeugung, dass die Bären hier die sind, die ich haben muss. Aber wie komme ich jetzt daran? Das Korken kann ich jetzt zwar reinstecken, dann ist das Wasser bis hierhin. Aber wenn ich da nochmal Wasser reingebe, passiert nichts. Dass ich die Fischgräte hier reinwerfen kann... Bedeutet auch irgendwas, aber was? Jetzt muss ich erstmal gucken, wie... Ja, also ich glaube auch, dass das Nagetier, der Hamster oder was auch immer das sein soll, damit irgendetwas zu tun hat. Also hier Korken rein und dann hier Wasser reinkippen, das bringt aber gar nichts. Das... Ich kann ja aber nirgendwo. Ich kann hier Wasser reinkippen, ich kann hier Wasser reinkippen. Aber das Wasser noch schon hier unten ist. Das ist ja blödsinnig, das ist ja schwachsinnig. Und hier. Aber wenn ich hier Wasser reinkippe, dann läuft das Wasser gleich wieder hier raus und hier kriege ich keinen Korken rein. Also. Was hat das mit der Gebetsmühle auf sich? Die kann ich hier nicht anwenden. Aber Moment mal, mir fällt gerade was ein. Und halt, warte mal. Ach, das habe ich ja auch übersehen. Ah, hier kann man auch noch irgendetwas machen. Okay. Komischer Vogel, diese Schneeeule. Okay. Da kommt jetzt der Vogel angeflogen. Aha. Das ist wieder reingerannt, aber... Wie kann ich ihn jetzt wieder rauslocken? Denn er kann ja hier nicht hochkrabbeln. Ich kann jetzt zwar hier einen Korken machen, aber das bringt ja auch nichts. Und solange die Eule hier ist, wird der nicht rauskommen, denn Eulen fressen ja so kleine Mäuse, Hamster oder was auch immer das für ein Vieh ist. Warte mal, Leute, da fällt mir gerade was ein. Drüben in der anderen Höhle war ja auch so ein Gestell. Nee. Naja, die... So, warte mal, da drüben war ja auch so ein Gestell, aber... Da kann ich ja auch irgendwas ranhängen. Vielleicht kann ich ja jetzt die Schneeeule darüber locken, dass der Hamster da wieder rauskommt. Und dann hau ich einfach mal in das Loch, wo er gerade reingerannt ist.
da haue ich jetzt einfach mal den Korken rein und lock die Eule dann wieder an. So, jetzt kommt sie hier rüber geflogen. Gut. Jetzt mal gucken. Moment mal. Das hängt irgendwie zusammen. Ah ja, jetzt rennt er hier wieder rum. So, wenn die Eule also ankommt, verkriecht er sich in dem Loch hier. Und verkriecht sich dann hier und bleibt dann zitternd da sitzen. So, jetzt aber machen wir das Loch einfach mal zu. Und... Ach, jetzt habe ich natürlich die Gebetsmühle vergessen, ich Idiot. Oh. Ja, ich habe es wieder vergessen mitzunehmen. Nein! Ach. So, Mist. Aber jetzt. So, das Loch ist zu. Und wenn ich jetzt die Eule rufe, dann müsste der Hamster eigentlich in das andere Loch reinlaufen, denn er hat ja keine andere Wahl mehr, im Grunde genommen. So, und jetzt gucken wir mal. Er hat ja jetzt im Grunde genommen keine andere Wahl mehr. Ich habe das andere Loch jetzt zugestopft. Okay, jetzt ist er da reingerannt. Bevor er jetzt aber wieder rausrennt. Moment mal. Jetzt habe ich begriffen. So, und jetzt hier Wasser rein. Ich hoffe, ich ersaufe ihn jetzt nicht. Ja, super, duper. Ja, geil. So, was sind das denn jetzt für Verfahren und Posaunen? So, jetzt habe ich die Traumfrucht. Gut, jetzt, jetzt gehe ich aber mal zu der Schamanin zurück, denn ich... Denn irgendwie muss ich ja jetzt Hans aus seiner Traumgeschichte da mal befreien. So, jetzt gehen wir mal zu der Schamanin. Und reden mit ihr mal sehen, vielleicht... Denn mit wem soll ich jetzt sonst reden? Der Häuptling, da kann mir nicht weiterhelfen. Und außer der Schamanin und dann Oscar und die anderen beiden, die da bei dem Zug stehen, mit denen kann ich auch nicht großartig reden. Also bleibt nur noch die Schamanin übrig, also hinter. So. Da will ich doch mal hoffen, dass es jetzt irgendwie funktioniert. Ich glaube, ich bin hier verkehrt, ne? Oder? Ja, ich bin hier völlig verkehrt gerannt. Ah ja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich hätte auch den anderen Weg gehen können. Fällt mir aber da ein. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob das jetzt hier jetzt weitergeht.
Ich habe die Frucht des Geistertores gefunden. Du sein sicher fahren wollen, Fräulein Wacke? Wenn ich Hans nur so zurückholen kann. Ah, gut, sehr gut. Tut, tut. Ja, jetzt kann ich ja mal nach vorne oder hier nach... So, wo... Ich bin jetzt wohl in der... Ich bin wohl in Hans Traumwelt, ne? Hier ist auch die Höhle mit den Höhlenmalereien von den Mammuts. Mammutpuppe. Ich habe jetzt nur die Mammutpuppe. So, ansonsten ist hier ja nichts. So. Also ich bin jetzt wieder in Valadiland. Also... Ne? So. Naja, das ist hier wieder Valadiland. So, ich komme nur nach hier. Jetzt aber... muss ich Hans finden. Wo ist der denn jetzt schon hingegangen? So, wer ist das denn? Das ist nicht Hans. Guten Tag. Guten Tag. Ich heiße Kate Walker und komme aus New York. Ich bin Anna. Anna Vorarlberg. Ich wohne hier, in Valadiland. Anna Vorarlberg? Aber die ist doch okay, gut, das ist die Traumwelt jetzt, ne? Heißt du Anna Vorarlberg? Ja. Vorarlberg wie? Wie mein Vater, Rudolf Vorarlberg. Hans Vorarlberg und du, gehört ihr zur selben Familie? Ja, das heißt, ich weiß nicht. Ja oder nein? Er ist mein Freund, weißt du? Hans hat keine Freunde. Och, komm doch. Ich würde gerne mit deinem Vater sprechen, Anna. Um diese Zeit ist er bestimmt zu Hause. Sonst ist er immer in der Manufaktur. Aber Fremde haben dort keinen Zutritt. Anna, hast du eine Ahnung, wem die gehören kann? Nein. Aber ich kenne jemanden, den die Puppe sicher interessiert. Ja, Hans. Liegt Valadiland hier in der Nähe? Ja, gleich dort unten. Ich wohne da mit meinem Vater und meinem Bruder.
Kennst du die Manufaktur Vorarlberg? Ja, sie gehört unserer Familie. Hast du einen Bruder? Ja, aber mein Vater möchte nicht, dass ich darüber spreche. Und warum nicht? Seit seinem Unfall ist mein Bruder so... so anders. Was ist anders? Er ist eben nicht mehr so wie früher. Aber ich mag ihn trotzdem. Wo ist er? Vater hat ihn auf dem Speicher eingeschlossen, weil er so oft Dummheiten macht. Oh, er ist bestimmt traurig. Aber nein, so hat er seine Ruhe. Er arbeitet sogar an Automaten. Ohne Entschlossenheit und System, wie Vater sagen würde. Bis bald. Auf Wiedersehen. Okay, da haben wir ja die, klären wir erstmal die Schwester, die am Anfang im ersten Teil, wenn man bei hier in Valadiland da ankommt, ja schon verstorben war. Damit ihr sollte man ja den Verkauf der Firma da regeln. Das ging ja nicht mehr, deswegen musste man ja den ganzen ersten Teil ja Hans hinterher jachten. Nee, warte mal, kann man doch mal in die Richtung hier gehen? Nee, ich glaube, in die Richtung hier war nichts mehr, nee. So, jetzt muss ich mal irgendwie in die Manufaktur oder beziehungsweise zu Hans auf den Speicher. Hier kann man nicht entlang gehen. Ich komme jetzt weiter. Hier kann ich jetzt weitergehen oder hier nach rechts. Hier geht es zur Manufaktur. Ach ja, wie war das nochmal? Ich glaube hier. Nee, weiter geht's ja nicht. Gut. Dann probieren wir es mal hier. Ich weiß das Ganze gar nicht mehr, wo welcher Weg wohin führte. Ist ja schon beten her, wo man das gespielt hat. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Nee. Können wir gleich wieder umkehren. So, wenn man hier oben längs geht, hier. Ne, also kann man nur noch hier entlang gehen. Okay, jetzt bin ich hier im Haus. Im ersten Teil konnte ich, glaube ich, hier in das Haus nicht hineingehen. Also Hans soll hier oben auf dem Speicher eingeschlossen sein. Gut, jetzt können wir mal mit dem Vater reden. Ich nehme an, dass es der Vater ist. Entschuldigen Sie, Herr Vorarlberg. Ah, das neue Zimmermädchen nehme ich an. Wurde auch Zeit. Ich unterweise Sie, wenn ich aus der Manufaktur zurück... Tut mir leid, aber ich bin keine Hausangestellte. Ja, wer sind Sie denn dann? Was wollen Sie? Ich heiße Kate Walker. Ich bin mit Ihrem Sohn Hans befreundet. Soweit ich weiß, hat Hans keine Freunde. Mit diesem Jungen ist jeder Umgang unmöglich geworden. Ich versichere Ihnen, es verhält sich ganz anders. Hören Sie, der gestern noch mein Sohn war, ist nur noch ein schwacher Geist. Gequält von bizarren Launen und Marotten. Und immer auf Missetaten aus. Könnte ich bitte Hans sehen? Nein, er hat Arrest. Auf dem Speicher. Es ist sehr wichtig. Liebes Fräulein, Hans hat bis auf Weiteres auf dem Speicher zu bleiben. Ich will nicht, dass er noch mehr Dummheiten anstellt, während ich in der Manufaktur bin. Sie gehen in die Manufaktur zurück, stimmt's? Selbstverständlich, wie jeden Tag. Kommt Hans mit Ihnen? Niemals. Der arme Junge hat weder Entschlossenheit noch System. Entschlossenheit und System sind die wesentlichen Eigenschaften eines Automatenherstellers, müssen Sie wissen. Auf Wiedersehen, Herr Vorarlberg. Ja, auf Wiedersehen, verehrtes Fräulein. Okay.
Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Also, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich jetzt einfach nach oben gehen muss, zu Hans auf den Speicher, in die Mammutpuppe zeigen muss und dann... Das Ding... Okay, gut. Das Ding... Okay, gut, hier kann ich jetzt auch nichts machen. Moment. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Also mit der Uhr kann man bestimmt auch noch irgendetwas machen. Nehmen wir an, dass das hier der Speicher ist, dann höher geht's hier ja nicht mehr. Nichts zu machen. Abgeschlossen. Ah, ich habe jetzt hier nur die Mammutpuppe, ne? Nee. Nichts zu machen. Abgeschlossen. Gut, dann beende ich jetzt hier erstmal den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.